Hallo und herzlich willkommen auf Rente.de. Wir schauen uns nun in diesem Video an, wie eigentlich unsere Rente funktioniert bzw. welche Probleme sich daraus ergeben. Ja, also das heutige System, nach dem unsere Rente heute funktioniert, ist ein sogenanntes Umlageverfahren. Nun, wie funktioniert das Umlageverfahren? Die Leute, die heute arbeiten, die zahlen einen Rentenbeitrag und das kommt in eine Kasse und in diese Kasse bekommen die heutigen Rentner ihr Geld. Das heißt also, die Erwerbstätigen zahlen für die Rentner. Die heutigen Erwerbstätigen Das System nennt sich auch Generationenvertrag, weil es halt quasi ein Vertrag zwischen den jungen und den alten Leuten ist, sich da gegenseitig zu unterstützen. Generationenvertrag. Nun, wie hoch ist dieser Beitrag, den man als Erwerbstätiger zahlen muss? Also nämlich 19,9%. Man zahlt 19,9% seines Bruttolohns an die Rentenversicherung, wobei die Hälfte davon der Arbeitgeber übernimmt. Nur man selbst als Arbeitnehmer muss man nur 9,95% zahlen. Nun, von diesem Topf, in den jetzt nun diese Versicherungsbeiträge eingezahlt werden, davon nehmen heute 20,3 Millionen Rentner. Ja, das ist etwa ein Viertel der Bevölkerung. Wie hoch ist diese Rente? Das ist ungefähr 1000 Euro im Monat für Männer und etwa 600 Euro für Frauen. Im Durchschnitt. Warum weichen die Werte so weit voneinander ab? Ist ja logisch, weil Frauen generell weniger eingezahlt haben, das heißt nicht so lange erwerbstätig waren wie Männer, beispielsweise durch Schwangerschaft, ist die Rente für Männer natürlich dementsprechend höher. Ja, und je länger man eingezahlt hat, das heißt je länger man erwerbstätig war, desto höher ist dann auch die eigene Rente. Nun, welche Probleme ergeben sich durch dieses Umlageverfahren? Da haben wir zum einen wenn wir uns diese Bevölkerungspyramiden anschauen. So sah es im Jahr 2000 aus, das heißt wir haben 2 Millionen Frauen auf der rechten Seite und Männer auf der linken Seite, die zwischen 0 und 5 Jahren alt waren und dann je nachdem halt sehen wir, dass je älter die Personen werden, so ab 55, gibt es immer weniger ältere Leute, logischerweise, weil die dann noch mit einem gewissen Alter sterben. Nun, wie wird es 2050 aussehen? Hier sehen wir, wir haben einen immer größer werdenden Bauch, der immer weiter nach oben geht. Und wir sehen, dass wir sehr, sehr viele Leute im Alter zwischen 55 und 85 Jahren haben, die wir heute noch nicht haben. Und da wir ja wissen, dass so der Renteneintritt, der heute bei 65 Jahren, der wird dann vielleicht bei 67 Jahren liegen, das sind ja alle, die hier über dieser Grenze liegen. All die Leute hier oben werden eine Rente beziehen müssen, während es heute deutlich weniger sind, die über dieser Grenze liegen. Das heißt, der demografische Wandel so heißt dieses Phänomen, dass die Leute immer älter werden. Demografischer Wandel sorgt dafür, dass wir immer mehr Leute in der Rentenversicherung zu versorgen haben. Man hat herausgefunden, dass es 33,2% der Bevölkerung sind,
die 2050 über 65 Cent werden. Ja, heute sind es 19%. Das heißt, wir haben ja, fast die Verdopplung der Personen, die dann möglicherweise Rente bekommen können. Nur das ist das eine Problem, das heißt, immer mehr muss gezahlt werden. Und das andere Problem, die Leute, die zahlen müssen, die haben immer weniger Arbeit. Woran liegt es, dass die Arbeit langfristig gesehen immer weniger wird? Zum einen ist natürlich an der Globalisierung. Ja, die herkömmliche Arbeit in Fabriken wird immer weniger, weil es im Ausland viel billiger gemacht werden kann. Und natürlich auch die Rationalisierung. Ja, das heißt, große Teile der Arbeit, die in der Vergangenheit die Leute beschäftigt hat, ist heute durch Maschinen zu erledigen. Das führt beides dazu, dass die Zahl der Arbeitsstunden immer weniger wird und dadurch natürlich auch immer weniger Erwerbstätige nötig sind. Und damit natürlich auch immer weniger Rentenversicherungsbeiträge. Und jetzt sehen wir natürlich auch ganz klar das Problem. Die Kosten explodieren, immer mehr alte Leute. Aber die Einnahmen, die brechen weg, weil es immer weniger Arbeit gibt. Und das ist das zentrale Problem unserer Rente. Immer weniger Erwerbstätige, die immer mehr Rentner bezahlen müssen. Das ist das zentrale Problem unseres sogenannten Umlageverfahrens. Und damit ist klar, dass das System mit der Zukunft Probleme bekommen. Und die Frage ist es, wie man es für die Zukunft zu einer sicheren Rente kommen kann. Und das werden wir uns in den nächsten Videos anschauen. Dankeschön.